Es geht darum, im Moment zu beobachten, ohne die Geschichte dahinter, ohne jede Bewertung dazu. Also ohne aus dem Verstand heraus zu interpretieren, weil das sind Bewertungen. Und ich bemerke ja, in welchem Gefühl ich mich dann befinde. Und ich kann zurückkehren zu dem Gedanken, den ich davor hatte. Und wenn ich noch weiter zurücktrete, bin ich bei der Überzeugung angelangt. Eine Überzeugung sind ja immer der Startpunkt. Danach folgen die Gedanken. Das baut sich aufeinander auf, die Gefühle und die Wahrnehmung. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu der Überzeugung zurückzukehren, wenn ich etwas erfahre, was sich zum Beispiel nicht gut anfühlt. Dann kehre ich an den Startpunkt zurück und hinterfrage diesen Glauben daran, der diese Gedanken hervorgebracht hat, diese Gefühle und dann diese Wahrnehmung. Mein Startpunkt ist entweder Angst oder Liebe. Ich könnte auch sagen, es ist immer die Quelle, die ich wähle. Und meine Gedanken trinken aus dieser Quelle. Und dann entstehen die Gefühle und die Wahrnehmung. Ich habe also immer diesen einen Startpunkt, für den ich mich entscheide. Was lasse ich mir zeigen? Was denke ich? Was fühle ich? Was nehme ich wahr? All das hat seinen Nährboden in meinem Glauben gefunden. Da, an diesem Punkt, setze ich die Ursache und erfahre ihre Wirkung. Denn die Ursache wird durch ihre Wirkungen zur Ursache gemacht. Nehme ich also die Trennung wahr, bin im dualistischen Geist, habe ich mich zuvor für das dualistische Denksystem entschieden. Nehme ich Konflikt wahr und Bedrohung, war das meine Entscheidung. Und sobald ich zurücktrete und die Vergebung darauf ruhen lasse, bin ich in diesem einen Augenblick, in dem dieser Irrtum von Trennung nie geschehen ist. Es ist dieses allgegenwärtige Jetzt. Und die Liebe ist allgegenwärtig, dass wir uns scheinbar immer wieder aufs Neue mit unserem Herzbewusstsein verbinden müssen, obwohl die Verbindung die ganze Zeit steht. Nur durch diese Gewohnheitstendenz im Geist vergessen wir. Und da ganz sanft mit sich zu sein. Ich meine, du kennst es doch, wenn wir jetzt mal ein weltliches Beispiel nehmen mit Gewohnheiten. Ich habe letztens was im Schrank ausgeräumt, woanders hingeräumt. Ich greife immer noch in diese Schublade. Es wird ein paar Tage dauern. Na und? Wichtig ist, ich erinnere mich, wo das andere Zeug jetzt ist, und dann finde ich es wieder. Und so kann ich auch meinen Geistesfrieden immer wieder finden. Ich muss mich nur erinnern an die Liebe, an die Gaben, die Dankbarkeit. Und der Geistesfrieden ist genauso allgegenwärtig. Und so wie wir auch in scheinbar unterschiedlichen Übungsfeldern hier unterwegs sind, so ist das doch unser gemeinsames Ziel. Mit Christi Schau die Welt zu erblicken. Dadurch fangen wir an, das Spiel der Liebe zu spielen. Diese Leitgedanken zum Beispiel, den Kurs im Wundern, als Anleitung zu nutzen. Eine Anleitung, die sowohl die Fehlschöpfungen aufzeigt, als auch die Berichtigung dessen lehrt. So, wie wir es gerade brauchen. Uns lehrt, den Widerstand aufzugeben.
gegen die Wahrheit. Und das ist die Bereitschaft. Die Bereitschaft ist das Gegenteil vom Widerstand. Wenn ich bereit bin, wirklich die Überzeugung, den Wunsch, den Glauben, den ich genährt hatte, anzuschauen und dann auch aufzugeben. Denn das ist so dieser Point of No Return, kommt mir immer in den Geist. Von diesem Punkt aus wähle ich das Gedankensystem. Und die Projektion nimmt ihren Lauf. Einmal gewählt, Angst oder Liebe, erfahre ich die Auswirkungen davon. Und rückwärts betrachtet sind in den Überzeugungen alle Gedanken und Gefühle enthalten, was natürlich im Ego-Geist ein Riesenbrocken ist, sich das anzuschauen. Da braucht es dann eben die Vergebung, sonst halten wir das nicht aus. Ich beschließe, über die Zeit hinaus die Zeitlosigkeit zu erreichen. Das bewirkt Vergebung. Ich bin immer jetzt befreit. In mir ist ewige Unschuld, weil es Gottes Willen ist. Und doch erscheint es mir so, als hätte ich diesen anderen Willen gemacht. Ich war überzeugt davon, dass es Sünde gibt. Doch sind diese Wirkungen davon, egal wie es mir hier erscheint, nicht wirklich. Nochmal, die Wirkung wird durch ihre Ursache zur Wirkung gemacht. Ich entscheide mich für einen Glauben. Das ist mein Wunsch, weder das eine oder das andere zu erleben. Die Überzeugungen sind wie den Lehrer, den ich wähle. Und weil ich scheinbar in Zeitraum schon so oft den Wahnsinn gewählt habe, es ist jetzt ganz wichtig, nicht mehr darauf zu reagieren. Das ist Hingabe, dann lasse ich die Vergebung wirklich auf allem ruhen. Das ist Wellness inmitten dieser scheinbaren Matrix. Es ist so befreiend, so wundervoll. Danke, dass du mitmachst beim Spiel der Liebe. Gottes Segen auf all unseren Wegen.